My head is in the wear every day, the same procedure. It feels like hell, it makes me angry. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, oder besser gesagt bei mir Abend. Ja, ein neuer Monat, also auch ein alter Lesemonat steht an. Der Lesemonat September, den ich euch jetzt gern vorstellen würde. Ich habe im September so meine Statistik halten können, die ich in diesem Jahr so fortführe. Bin ganz zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Wie gesagt, mit meinem neuen Job, da ist schon großer Zeitkiller und schafft da einfach nicht mehr so viel. Und manchmal kann ich wirklich nur die Wochenenden zum intensiveren Lesen nutzen, auch noch nicht immer dann. Somit komme ich wieder mal nur auf 4 Bücher, aber hey, 4 Bücher sind 4 Bücher. Manche lesen noch nicht mal ein Buch im Monat. Von daher, als berufstätiger Mensch sind 4 Bücher ganz okay. Man kann natürlich mehr schaffen, aber damit bin ich zufrieden. Ja, das waren ganze 1521 Seiten, was dann so im Durchschnitt 51 Seiten pro Tag macht. Und 5,50 Euro Lesetaschengeld habe ich angespart. Ja, machen wir das Ganze kurz und schmerzlos. Zuerst habe ich gelesen, das Buch habe ich noch in meinem Sommerurlaub angefangen, Ende August, aber konnte dann, ich glaube am 31. August habe ich es angefangen, konnte es dann natürlich nicht mehr schaffen im August. Liegen hier irgendwelche Staubteilchen rum. aber dann im September ausgelesen, Blutdämmerung von Rainer Löffler. Ein Thriller, der zweite von ihm, der herausgekommen ist vor 2 Jahren, ja, 2014. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr spannend. Hier geht es um den Fallanalytiker Martin Abel, der ja zu einem neuen Fall berufen wird im Prinzip. Und es ist hier so, dass im See Leichen entdeckt werden und die Leichen sind Frauen, die sehr, sehr dünn sind und bei denen alles so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie krank sind. Inwiefern krank, das verrate ich nicht. Ich finde, bei Thrillern soll man sich so ein bisschen überraschen lassen, was da alles so rauskommt. Und jedenfalls sind diese Leichen angezogen wie Bräute, was das Ganze sehr, sehr komisch und mysteriös macht. Ja, ihnen wurde auch sehr, sehr Schlimmes angetan und was das ist, das müsstet ihr selbst herausfinden. Sehr spannender Fall, ich habe es unglaublich gern gelesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dem Ganzen habe ich dann auch 4 Sterne gegeben und freue mich auch sehr, weiteres zu lesen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass dieses Jahr noch ein neuer Teil erscheint. Oder beziehungsweise es ist schon ein neuer raus, aber nur im Weltbild Verlag. Und das Taschenbuch dann wird nicht mehr im Rowohlt Verlag aufgelegt, sondern ich glaube im Fischer Verlag. Wenn ich mich nicht irre, ich habe irgendwas davon gelesen. Oder war es der Fischer? Naja, jedenfalls lese ich gerne bei dieser Reihe auf jeden Fall weiter. Auch so ein typischer Kommissar, der ein bisschen abgefuckt ist auf seine Art und Weise, aber trotzdem sympathisch und was man auch gerne weiterverfolgt. Und das hat das Ganze alles mal ein bisschen aufgelockert und auch spannend gemacht. Und ich mochte es sehr gerne. Auch nicht ganz so eklig wie Blutsommer, muss ich gestehen. Also nicht ganz so schlimm. War schon auch wieder ein heftigeres Buch, aber ganz okay. Ja, danach habe ich angefangen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr meine Vlogs ein bisschen oder meinen einen Vlog begutachtet habt, habe ich Leas begonnen und beendet natürlich auch von Ursula Posnanski. Ein Jugendthriller, ist das ein Thriller? Ist das unter einem Thriller erschienen? Ja, nicht wirklich. Aber auf jeden Fall ein Spannungsroman. Für Jugendliche war ich von Anfang an sehr
begeistert und wollte immer zu wissen, wie es weitergeht. Und dann so ab dem Mittelteil wurde es für mich ein bisschen langwierig und nicht mehr ganz so spannend. Ich musste mich manchmal ein bisschen aufraffen, das Buch weiterzulesen. Natürlich wollte ich wissen, wie es alles endet. Jedoch war der Mittelteil ein bisschen dröge und konnte mich nicht mehr ganz so fesseln. Es geht hier um, wie hieß der Protagonist? Dorian. Dorian. Aber ich habe den immer Dorian genannt. Ja, lebt auf der Straße und hat auch ja, einen kleinen Streit mit einem anderen Obdachlosen oder naja, der jedenfalls auch auf der Straße lebt. Und auf einmal wacht er eines Nachts in einem U-Bahnhof oder an einem U-Bahnhof auf und sieht diesen Obdachlosen eben, mit dem er Streit hatte, in einer Blutlache und hat ihn auf jeden Fall getötet. Ja, wird dann von einem Mann aufgelesen, der heißt Nick, und der bietet ihm an, mit ihm zu kommen. Er kann ihm ein besseres Leben dadurch verschaffen und er geht dann mit ihm und er hat es auch sehr gut da, wo er dann ist und muss allerdings auch ein paar Arbeiten verrichten, die ihm da auferlegt werden und er versteht den Sinn dahinter erstmal gar nicht. Ja, und dann kommt es zu einem bestimmten Vorfall und Dorian muss flüchten. Von da an sind alle hinter ihm her. Und wie das so weitergeht, das müsstet ihr natürlich selber lesen. War auf jeden Fall eine coole Geschichte. Wie gesagt, der Mittelteil ein bisschen zäh und ja, manchmal nicht so für mich spannend. Mochte es trotz allem sehr gern und ja, dem habe ich dann aber nur 3 Sterne gegeben. So. Tja, habe ich dann mit einem weiteren Jugendbuch gemacht. Es kommen nur noch Jugendbücher, die letzten beiden. Und zwar Schwarz wie Schnee von Jutta Wilke habe ich gelesen, obwohl eigentlich habe ich das andere vorher gelesen, aber ist jetzt auch egal, welche Reihenfolge. Das habe ich zum Ende des Monats ausgelesen. Sehr, sehr spannend. Also ich war von Anfang an von dem Schreibstil begeistert. Ich habe ja schon mal ein Buch von Jutta Wilke gelesen. Nee, habe ich nicht. Es war mein erstes Jutta Wilke Buch. Und ich war von Anfang an sofort in der Story drin. Hat mir richtig gut gefallen. Der Schreibstil tipptopp. Von Anfang an spannend und bis zum Ende hat sich das gehalten. Ich habe mich auf gar keiner Seite gelangweilt oder irgendwas. Ja, hier geht es um Kira, die wacht auf im Krankenhaus und weiß gar nichts mehr. Nichts aus ihrer Vergangenheit, nichts. Dann sitzt ihre Mutter da am Bett und weint um sie, aber sie hat das Gefühl, sie kennt diese Frau gar nicht. Und auch alles andere wirkt für sie total ohne jegliche Erinnerung. Als sie nach Hause kommt, genauso und so langsam versucht sie herauszufinden, wie ihr altes Leben war, die Amnesie irgendwie zu überwinden. Und das ist einfach mega spannend zu verfolgen. Ich mochte es sehr gerne und auch ich habe zwar irgendwann so eine leichte Vermutung gehabt, aber die hat sich im Grunde dann am Ende auch bestätigt. Aber ich habe irgendwie mit diesem Ende nicht so gerechnet, wie es dann kam. Und das fand ich auch super gut und sehr spannend, sehr empfehlenswert. Volle 5 Sterne von mir für dieses tolle Jugendbuch. Ja, Jugendthriller. Ist das ein Thriller? Naja, es wird nicht unter Thriller geführt, aber hat leichte Tendenzen auf jeden Fall. Und zu guter Letzt habe ich Der Mädchenmaler von Monika Veeth ausgelesen. Sehr, sehr toller Teil der Reihe. Also jetzt ist ja erst der zweite, aber den fand ich echt gut. Das Thema hierin ist, hier würde ich jetzt auch nicht verraten wollen, weil das so der Kernpunkt dieser ganzen Geschichte ist. Man kommt zwar relativ schnell drauf, so ab 25%, also ein Viertel des Buches, hat man so eine leichte Ahnung und das bestätigt sich auch irgendwann. Aber man möchte trotzdem nicht so viel verraten. Auf jeden Fall geht es um Ilka.
Ilka ist die Freundin von dem neuen Mitbewohner von Jette und Merle. Ja, sie verschwindet dann aber eines Tages spurlos und sie wollen sie finden und geraten dabei ja auch so ein bisschen dann am Ende zumindest in Gefahr und können sie auch nicht erklären, wo sie ist und versuchen dann ein bisschen zu ermitteln auf eigene Faust. Auch hier war es wieder ein bisschen schwierig, die ganzen Handlungsstränge gut auseinanderzuhalten. Und es war immer wieder ein bisschen Holterdiepolter, wie das dann zwischen den Handlungen oder zwischen den verschiedenen Menschen ja so hin und her gesprungen ist. Aber man gewöhnt sich da eigentlich ganz gut dran. Ja, ich fand es wirklich gut, spannend und fesselnd auch, ja. Hab dem Ganzen 4 Sterne gegeben. 4 Sterne letztendlich deswegen, weil mir das Ende, also das war auf einmal da. Also man hat so gemerkt, okay, jetzt kommt der Höhepunkt, das Ende. Alles geht auf das Finale auf jeden Fall zu und dann war es auf einmal vorbei. Innerhalb von 2 Seiten so, auf einmal war Schluss, Ende vorbei und ich dachte so, okay, das war ein sehr abruptes Ende auf jeden Fall. Ja, deswegen, das hat mir irgendwie so ein bisschen aufgestoßen. Aber das komplette Buch an sich ist sehr lesenswert und mochte diesen Teil gerne. Ja, das war's nun. Ja, so schnell geht das, wenn man nur 4 Bücher gelesen hat. Aber bin ganz zufrieden. Ich hatte gute Bücher dabei und ein sehr interessanten Lesemonat auf jeden Fall. Jetzt werde ich mein Wochenende vorbereiten. Heute ist Donnerstag und ich war am Wochenende zu meiner Mama nach Dessau und werde deswegen jetzt noch kurz was packen und ein bisschen die restlichen Dinge im Haushalt verrichten und wünsche euch jetzt aber einen ja, schönen weiteren Oktober, bis ich wieder da bin. Ich hatte letzte Woche einen Vlog gedreht, also auch wieder über die Woche hinweg, einen Wochenvlog, aber mir ist da irgendwie, also ich weiß nicht, was da passiert ist, irgendwie hat sich die Tonspur bei 2 Tagen verzerrt. Also ich habe dann so eine halbe Mickey-Maus-Sprache gehabt und mein Ton, also mein Mund, meine Mundbewegungen haben nicht mehr zum Ton gepasst und ich weiß nicht, wie ich das wirklich wieder hinkriege. So und ist ja dann auch Quatsch, wenn ich dann jetzt wochenlang das nicht bringe und dann ist die, ja, das, was ich da gedreht habe, schon wieder vollkommen vorbei und ich glaube, ihr habt nicht so wirklich viel Lust zu gucken, wie ich quasi irgendwas rede, aber mein Mund sich nicht synchron mit meiner Stimme bewegt. Und ich glaube, das ist ein bisschen komisch, deswegen auch ein bisschen schade, dass 2 von den 4 Teilen ja, irgendwie verzerrt wurden. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut, das zu der Erklärung, warum es keinen Vlog letzte Woche gab. Oder diese Woche für letzte Woche. Ja, ich versuche mich dann da nochmal dran, aber halt dann mit anderen Situationen. Jedenfalls werde ich bald wieder da sein und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss!